Moin, hier ist Alex von Calisthenics Movement. Wir zeigen euch heute eine neue Challenge. Ich sage wir, weil heute auch der Sven mitmacht. Und zwar ist das eine Mobilitäts- und Kraft-Challenge, das heißt aktive Beweglichkeit und Kräftigung für bestimmte Muskeln, wie zum Beispiel den Bauch. Die Challenge oder die Übung heißt Sitting Leg Raise und wir zeigen euch jetzt zwei verschiedene Versionen, einmal eine leichte Version und die schwere. Sven fängt mit der leichten Version an. Okay, für die leichte Version in den Sitz gehen, Beine zusammen, die Hände auf Höhe der Knie platzieren, in den Boden drücken und die Beine abheben. Dabei ist wichtig, dass die Handballen, die Flächen, sich nicht vom Boden lösen. Also wirklich hier lassen und maximal anheben. Wollt ihr es noch schwerer machen, zieht ihr noch die Füße zusätzlich ran. Okay, das war die leichte Version. Und Alex zeigt euch jetzt die schwere. Ja, schwere Version funktioniert so. Ihr setzt euch wieder ganz genauso hin. Nehmt diesmal aber die Hände weiter nach vorne. Versucht mal, die Fingerspitzen neben eure Knöchel abzulegen. Okay? Und jetzt auch wieder Beine anheben. Ja, und wenn ihr es schafft, Zehenspitzen ran. Es zieht. Ja, und das möglichst hoch und möglichst lange. Das Ganze geht auch, wie ich gerade gemerkt habe, extrem auf die Oberschenkel. Ist gut für den Bauch und eine schöne Dehnung für die hintere Oberschenkelmuskulatur. Versucht mal zu stoppen, wie lange ihr das Ganze halten könnt und versucht einfach eure Zeit zu steigern. Okay? Ich wünsche euch viel Spaß, macht bitte gerne wieder ein Video, postet das in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald, Sven und Alex. Ciao.